Ah. Huh. Ja, sonst hätte ich eine Granate geworfen und noch geladen. Wo will er denn hin? Wo wollte er denn gerade hin? Das hatte ich ja auch noch nicht gehabt bei Metro, dass er so buggt. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Metro Exodus. Muss ich ganz schnell machen, das ist schon das zweite Mal jetzt, weil das erste Mal ging mal wieder nicht. Die wollten mich einfach nicht reden lassen. So. Mein Gott. Ach ja, hier waren wir. Übrigens, das Ruckeln sollte jetzt eigentlich... Mein Gott. Das Ruckeln sollte jetzt eigentlich weg sein. Es lag tatsächlich... daran... an der Aufnahme. Sag nicht am Stream, es lag an der Aufnahme. Ich erinnere mich, das hat doch letztes Mal richtig Bock gemacht hier mit dem Ding. Hatten wir nicht zuletzt gespielt in den 75-Stunden-Stream? Ja, ne? Ich glaube, das war das zuletzt, wo wir hier waren. Ja, ja, doch. Wo ist denn hier bitte der Weg? Metro ist es bis jetzt gut, es ist hervorragend. Also ich habe ja schon Last Light gespielt, fand ich schon super den zweiten Teil, den ersten habe ich leider nicht gespielt. Den finde ich hier sogar noch deutend besser als den zweiten Teil. Das ist Exodus, der dritte Teil. Deutend besser. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, ich mache mal hier ein bisschen lauter. Hat auch mit knapp 20 Spielstunden eine schöne Länge, würde ich sagen. Ja. Komme ich hier weit? Geht's hier weiter? Ja. Nee. Schnieke Klampfe. Hallo Apo, grüß dich. Okay, hier soll es irgendwo einen Weg... Nein, das ist gelogen. Warte mal. Man kann da auch leider gar nicht reinzoomen, ne? Schlange. Was ist mit ihm los? Das sieht aber nicht gesund aus. Muss aber erst die Festplatte fragen. Damit zupft man aber saftige Nadeln in die bösen Menschen da. Aber hallo. Also mit der macht das schon echt Bock hier. Hier waren wir anscheinend schon mal. Kommen wir von hier aus nicht weiter? Kann doch nicht angehen. Hier waren wir anscheinend noch nicht. Oh. Was wird denn das? Aha. Aha. So nämlich. Das ist aber sehr leise heute. Ja, passiert ja auch gerade nicht viel. Hallo? Hallo? Oh, der Bagger ist ein Ding. Hä? Was passiert denn hier mit den Leuten? Der Geigenzähler geht an. Ich weiß gar nicht, komme ich hier so weiter oder kann ich hier zu Fuß weitergehen? Gut. Ich lasse die Maske mal noch ab.
Ja. Ja. Oh, okay. Das war aber schon wieder eine Schlange, ne? Was hat's mit dem Schwerbehinderten? Achso, nee, das ist ja war auf Eggy bezogen. Was hat's mit dem Schwerbehindertenbus auf sich? Ich brauche einen Schwerbehindertenbus für meinen Sohn. Mein Sohn ist schwerbehindert. Mein Sohn ist schwerbehindert. Und da brauche ich dringend einen Bus. Er ist jetzt mittlerweile 6,5 Jahre alt, wird im Januar 7. Und das wird langsam knapp. Also mit einem normalen Auto wird es eng. Ich selber habe kein eigenes Auto. Darum ist es noch wichtiger. Und den 75, Alter, den 75-Stunden-Stream, den ich hier letzte Woche hatte, da sind 500 Euro zusammengekommen. Die sind auch alle, wird alles für den Bus verwendet. Und auch allgemein alle Einnahmen von Twitch werden momentan dafür zur Seite gelegt. Spätestens im Februar, März hole ich mir den ein. Na? Alles wird zur Seite gelegt. Alles. Ich zahle die Fixkosten für das Gewerbe und das, was überbleibt, ist für den Bus. Das läuft ja nicht so gut. Und darum gehe ich auch nicht arbeiten, was vorhin kurz das Thema war. Weil ich alleine bin mit meinem Sohn. Es halt schwierig ist, ne? Was kostet so ein Bus? Genau, ich sag, genau, erstmal, ich sammle schon 2 Jahre. Kommt drauf an. Ich habe jetzt einen Bus gesehen für 8.000 Euro. Aber rechne so mit circa 12.000 Euro kann man schon rechnen. Naja, und da ich halt nicht. Jetzt zieh mal kurz auf. Okay, das ist gar nicht so gut. Und da ich halt nicht arbeiten gehe, mache ich halt Twitch, ne? So als Ausgleich für mich selber. Dass man mal ein bisschen was anderes hat. Mal die Funzel an. Nee, 30 nicht, so viel nicht. Nein, nein. Es soll ja kein neuer Bus sein. Ich habe keine großen. Die Säge ist klasse. Ich habe keine großen Ansprüche, ne? Das Ding soll einfach nur fahren können. Noch ein paar Jahre am besten. Oh. Sausack. Okay, ich nehme die andere. Okay, das läuft gerade gar nicht so gut. Ich habe kein Minipack mehr. Junge, ist das der Boss oder was? Scheiße. Alter, was machst du denn da?
Ey, danke schön. Danke schön für deine 10.000 Bits. Das, Alter. Ich habe nicht mal irgendwas gehört. Weil ich keinen Sound habe für 10.000 Bits und auch nicht letztes Mal für 5.000 Bits. Alter Falter. Ja, gern. Nun aber schnell weiterzocken, der Boss wartet. Du bist witzig, das sagst du so einfach. Ey, 10.000 Bits ist halt einfach mal nicht so gemacht, ne? Also doch, ja schon, aber... Oh, Alter, vielen lieben Dank. Vielen Dank für dein... Jetzt muss ich doch nochmal eine Zigarette rauchen. Alter. Da schwitze ich ja direkt, ey. Vielen lieben Dank. Räuchermäcki. Ich habe, das ist jetzt, warte, meine 6. Zigarette scheine ich heute. Jetzt wollte ich dich aber nicht aus dem Konzept. Doch, so, doch, hast du. Doch, hast du. Letzte Woche hat Eggy mich aus dem Konzept gebracht. 2-mal. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Alter. Vielen lieben Dank. Ey, du bist doch hier erst vorgestern hergekommen. Ja, man muss dann doch schon mal kurz atmen, ne? Das ist jetzt doch schon außergewöhnlich, 10.000 Bits. Dankeschön, dass du mit die Daumen drückst. Es wird schon. Natürlich werde ich irgendwann den Bus haben. Natürlich werde ich den Bus irgendwann haben. Kommt halt am Ende auch noch drauf an, was ich für Eigenbelastung denn noch habe, ne? Hier ist er. Was geht nicht? Also ich darf hier halt auch nicht abspeichern, ne? Herzlichen Glückwunsch zu Platz 3 diesen Monat. Das ist schon der Knaller. Für diesen Monat Platz 3. Warum geht denn das nicht? Ich würde sagen, Shiny ist schuld, oder? Ey, gar nicht. Wollen wir Shiny die Schuld geben? Ich weiß nicht. Geh die Kabel. Geh nach draußen. Genau, es kommt noch was für einer, ja. Also, wie gesagt, Januar, Februar, März kaufe ich auf jeden Fall einen Bus. Dann kommt es halt nur darauf an, was ich mir noch leihen muss, ne? Die Bank gibt mir natürlich nichts. Okay, hier ist auch ein Kabel. Weiß nicht, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin, was das angeht mit Kabel. Ich rush hier mal ganz schnell durch. Okay, hier. Was will der denn? Ganz ehrlich, da kämpfe ich lieber gegen Menschen als gegen diese Viecher, ne? Wie viel Zeit habe ich noch? 14 Minuten, okay.
Hinter mir? Ach, guck. Egal, ich mach das Scheißding jetzt einfach erstmal an. Wieder mal mit der Armbrust, die ist das Beste. Ich gucke hier kurz. TÜV sollte der Bus nach Möglichkeit mindestens ein Jahr haben. Zwei Jahre wäre natürlich noch besser, ne? Aber ein Jahr sollte der schon mindestens haben. Ja, ich habe die rechte Seite nicht drin. Rechten Kopfhörer habe ich nicht drin. Das solltest du nicht tun. Okay. Machen wir es nochmal. So, jetzt aber. Endlich kann ich am 4. wieder die Polizei rufen? Was? Ach, wegen. Ach so, habe ich gerade nicht gesehen. Nee, die nehmen wir einfach raus, das Ding. Diesmal. Kann ich die hier. Ich setze die mal ab hier. Ich gucke mal. Das ist der Plan, Eggy, dass ich den noch zweimal spiele. Zweimal sollte ich, glaube ich, durch sein. Zweimal würde ich den noch spielen vom 4. Macht ja Sinn. Macht ja keinen Sinn, denn immer zu switchen vom 2. und 1. Kekse! Oh nee, Philipp. Das ist doch komplett falsch rum. Doch, jetzt am Donnerstag und am Sonntag war der Plan. Ich will ja keine Kiste übersehen. Kann ich ihn abknallen oder gehört er zu mir? Du bist keiner von uns. Also ein Bandit. Es ist einer, der im Rollstuhl sitzt. Aber man sollte da keine Unterschiede machen, ne? Jeden Tag irgendein anderer Scheiß. Hab ich recht oder was? Ich kann ihn ja jetzt nicht, Sie haben immer recht. Weißt du? Herr Admiral. Ach, halt die Klappe. Deine Nase ist schon braun genug. Oh. Jetzt habe ich ihn erschossen. Jetzt will er die 10.000 Bits wieder haben. Weil ich einen Mann in Rollstuhl erschossen habe. Ja, du kannst da keine Unterschiede machen, ne? Du musst halt auch drauf gehen. Aber beklauen kannst du ihn. Nicht, dass er mir in den Arsch. Ich stehe auch vor, der hätte mir in den Arsch getreten.
Junge, das ist aber auch ein bisschen, komisch hier alles, ne? Warte mal. Nein, 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 lass das mal. Konnte man da in die Ecke kriechen? Nee, okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 ich bin, der hängt jetzt hier nicht fest, ne? Das ist jetzt Karma. Oh, warte. Zurückgehen konnte ich gerade kurz. Ah. Ja, sonst hätte ich eine Granate geworfen und nur geladen. Wo will er denn hin? Wo wollte er denn gerade hin? Das hatte ich ja auch noch nicht gehabt bei Metro, dass er so buggt. Junge. Der ist ja über die halbe Map geflogen. Schön. Weiß man ja nie. Jeden Tag irgendein anderer Scheiß. Habe ich recht oder was, Senja? Sie. Oh nee, ey. Schön. Okay. Hier ist die Leiter. Warte mal, kann man da in die Ecke? Nein. Oh, endlich ruckelt es nicht mehr. Ich lerne nicht, am Handy dauert es zu lang. Ja, am Handy ist das Kacker. Ganz große Kacker ist das am Handy. So, was? Aber es war experimentell und vom Militär noch obendrein. Es ist definitiv nicht in einer Dorfapotheke zu finden. Erst recht nicht, wenn die schon vor 20 Jahren geplündert wurde. Bist du wieder da, Sam? Wie war's? Wieder nicht. Danke, Winkel. Nur das hier. Was ist das? Ein Schmerzmittel. Das brauchen wir auch. Da ist nichts mehr, hier auch nicht. Irgendwo muss da unten noch was liegen. Oder hier oben, hat er hier oben irgendwo was versteckt? Muss ich mal sehen hier? Nee. So, mal mit. Hä? Was stimmt denn mit dem Spiel nicht? Stimmt doch mit dem Spiel nicht. Warum lebt denn der wieder? Und warum sitzt denn der da wieder am Tisch? Okay, er ist tatsächlich tot, aber er bewegt sich. Ach, das war er hier. Schade. Nee, so sehr tot sieht er nicht aus, nee. Okay, wo ist denn jetzt hier der Scheiß, den ich brauche? Oder hätte ich den vielleicht einfach noch nicht töten sollen?